Hallo, liebe Freunde des Heimatfilms, hallo, liebe Hunsrücker. Wir haben ein richtig schweres Jahr hinter uns. Alleine wir von den Filmfestspielen haben dreimal das Programm über den Haufen geworfen. Wir dachten zwischendrin, auch wir können nicht stattfinden. Vieles andere Kulturelle ist ja komplett zum Erliegen gekommen. Und umso wichtiger war es uns, einen Monat lang hier etwas auf die Beine zu stellen, was wir eine Feier des Lebens nennen können, dass man endlich mal was anderes erlebt in diesen schwierigen Zeiten. Und genau das ist auch das Motto. Wir werden einen ökumenischen Gottesdienst am Abschlussabend unseres Festivals machen, und zwar zelebriert von der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde zusammen. Jessica Brückner und Lutz Schulz, die beiden Pfarrer bzw. Pastoren, werden das zusammen ausrichten, und zwar unter dem Motto eine Feier des Lebens. Auch das mit musikalischer Untermalung, und Eintritt ist natürlich frei dazu. Kommen Sie im Auto, wundern Sie sich nicht, das ist ein besonderes Erlebnis, es ist ein Autokino-Gottesdienst. Und wir gehen dann nahtlos über, ebenso mit freiem Eintritt haben wir unseren Überraschungsfilm, mit dem wir enden wollen. Der Überraschungsfilm, ich gebe ein paar Tipps, er kommt aus Italien, er war der Eröffnungsfilm vor 33 Jahren des Provinzkinos. Und ich sag mal so, das Wort Paradies spielt eine große Rolle dabei. Dieser Film ist wirklich Kult und er macht vor allen Dingen Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft, in der ein neues Kino in der Kleinstadt wieder zum Leben erwacht und vielleicht das Provinzkino bald auch wieder in voller Pracht mit allen Plätzen öffnen kann. Das hoffen wir sehr, und ich hoffe, Sie haben Spaß an diesem Abschlussabend der Heimat-Europa-Filmfestspiele.